Und ich freue mich jetzt, die erste Rednerin vorzustellen. Sonja Grusch ist Bundessprecherin der Sozialistischen Linkspartei in Österreich und Autorin des im Manifestverlags erschienenen Buchs Im Hamsterrad über den linken Flügel der österreichischen Sozialdemokratie. Sie ist seit über 30 Jahren aktiv in der sozialistischen und antirassistischen Bewegung und spricht heute über die Regierung aus konservativer ÖVP und rechtspopulistischer FPÖ und den Kampf dagegen. Bitte. Auf der parlamentarischen Ebene aufgreift, ist die FPÖ.
dass ich sie mit dumpfem Rassismus beantworte, aber sie beantwortet es. Dazu kommt ein massiver Frust über die etablierten Parteien, über ein tatsächlich Kindergartenniveau teilweise, auf dem gestritten wird, über eine politische Elite, die völlig abgehoben ist, die keine Ahnung mehr hat, wie es normalen Menschen geht, und eine offensichtliche Unfähigkeit, irgendwelche der zentralen Probleme lösen zu können. Und genau das ist die Grundlage, auf der am 4. Dezember 2016 ein deutschnationaler Burschenschafter fast die Hälfte der Stimmen bei den Bundespräsidentschaftswahlen bekommen hat. In Österreich ist die Wahl zum Bundespräsidenten eine Wahl durchs Volk und nicht, oder die Wählerinnen, und nicht durchs Parlament. Und das ist auch die Grundlage, auf der am 15. Oktober des vergangenen Jahres die ungefärbte Volkspartei unter Kurz 31,5% der Stimmen bekommen hat und die rechtsextreme FPÖ 26%. 65 Jahre nach der Machtübernahme des Austrofaschismus und 60 Jahre nach dem Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland haben wir heute eine Regierung, deren Parteien ihre Wurzeln in den beiden faschistischen Systemen haben. Wir haben einen Innenminister, der sagt Platzverbot statt Denkverbot, und er meint damit, dass man lieber linke Demonstrationen verbieten soll, anstatt die Rechten retten, die ihre Verharmlosung und Leugnung des Holocausts betreiben. Wir haben eine nie dagewesene Dichte von schlagenden Burschenschaftern in führenden Positionen im Militär, Staat und Regierung. Wir haben ein Doppelbudget, das ganz offen sagt, wir kürzen bei den Migrantinnen. Und trotzdem stehe ich heute hier und sage, wer einfach nur von einem Rechtsruck spricht, der irrt ganz, ganz gewaltig. Der zentrale Grund für die Stärke von ÖVP und FPÖ bei den Wahlen war der Wunsch nach Veränderung. Und es ist ähnlich wie bei Trump, wie bei Trudeau, wie bei Macron, die gewählt wurden, mit dem Versuch, einen Bruch mit dem bisherigen vorzunehmen. Natürlich hat die Regierung einen gewissen Vertrauensvorschuss, aber sie ist bei weitem nicht so stabil, wie sie es gerne sein möchte. Von ihrem ersten Tag an haben wir einen Skandal nach dem anderen und haben wir Proteste, mit denen diese Regierung konfrontiert ist. Die Angelobung ist von einem Schulstreik und Demonstrationen in mehreren Städten begleitet worden. Bei der Großdemonstration am 13. Jänner waren 70.000 Menschen auf der Straße, und das ist für österreichische Verhältnisse viel. Seither ist jede Möglichkeit genutzt worden, um Protest zu zeigen. Ein Lichtermeer anlässlich des Todes einer prominenten Flüchtlingshelferin und auch zwei Volksbegehren. Eins zum Thema Frauenrechte und sogar eines zum Thema Nichtraucherschutz, den die Regierung jetzt nicht so wahnsinnig hat. Es ist als Möglichkeit genommen worden, um dieser Regierung eins vor den Last zu knallen. Ich war vor vielen Jahren, also ich bin immer wieder hier, aber ich war auch im Jahr 2000 hier, wo wir die große Widerstandsbewegung gegen die damalige schwarz-blaue Regierung gehabt haben. Und ja, die Proteste sind nicht so groß, wie sie es damals gewesen sind. Aber sie sind vom ersten Tag an, haben sie einen anderen Charakter als damals. Sie beschränken sich nicht wie damals auf die moralische Empörung, sondern die sozialen Probleme und die sozialen Angriffe dieser Regierung sind vom ersten Tag im Vordergrund. Und sie sind begleitet von zahlenden Pflänzchen, aber auch existierenden Klassenkämpfen im Sozialbereich, bei den Druckerinnen, beim Bordpersonal, von der Fluglinie und in anderen Bereichen. Aktuell profitiert die Regierung zwar vom Aufschwung, aber gleichzeitig macht sie einen massiven Sparkurs. Und das ist aus Sicht der Herrschenden auch absolut notwendig, weil der Aufschwung auf einem enormen Schuldenberg balanciert. Die Aufgabe der Regierung ist es, den neoliberalen Umbau weiter voranzutreiben und die Ausbeutung der Arbeiterinnenklasse zu erhöhen. Das bringt sie aber auch in Probleme. Der Vizekanzler Strache von der FPÖ ist der am präsenteste Politiker auf Facebook. Aber wie die Pläne zum 12-Stunden-Tag bzw. zum Umbau des Arbeitslosengeldes in Richtung Hartz IV bekannt geworden sind, hat er sich mit einem massiven Shitstorm auf Facebook konfrontiert gesehen. Der 12-Stunden-Tag, 60-Stunden-Woche, Kürzungen im Bildungsbereich, Angriffe auf Frauenrechte, all das und noch viel mehr steht ganz oben auf der Tagesordnung der aktuellen Bundesregierung. Das sind Maßnahmen, die vor allem auch die Wählerinnen und Wähler der FPÖ treffen werden. Es stimmt, dass die Frage von Migration und Flüchtlingen für viele, die die beiden Regierungsparteien gewählt haben, von zentraler Bedeutung war. Aber das heißt nicht, dass es wir hier mit einem ideologisch gefestigten Rassismus zu tun haben, sondern dass es vor allem um soziale Ängste und Sorgen geht, die hier dahinter stecken. Das heißt nicht, dass wir diesem Rassismus nachgeben dürfen. Wir dürfen keinen Zentimeter hier nachgeben, auch weil das etwas ist, das die Arbeiterinnenklasse spaltet und damit auch massiv schwächt. Aber wir müssen die sozialen Hintergründe dahinter
sehr ernst nehmen, wir müssen sie verstehen und wir müssen vor allem Antworten darauf geben. Wenn von der Regierung Organisationen der Arbeiterinnenbewegung angegriffen werden, wie das zum Beispiel aktuell passiert, wo die betriebliche Vertretung von Azubis angegriffen wird, dann müssen wir diese Organisationen und diese Strukturen verteidigen, aber nicht kritiklos, sondern wir müssen sagen, verteidigen heißt verändern. Wir brauchen eine massive Demokratisierung der Gewerkschaftsbewegung, um sie ähnlich zu Kampforganisationen zu machen, um die Angriffe, die auf uns zukommen, zurückzuschlagen. Wir brauchen eine Organisierung an der Basis, wie wir das aktuell versuchen, wir als Sozialistische Linkspartei, als Schwesterorganisation der SAV, wie wir das in einem von uns initiierten Bildungskomitee versuchen, dass Betroffene aus allen Bildungsbereichen, von der Kita bis zur Hochschule, Lernende, Lehrende und Eltern zusammenbringen. Wir brauchen wütende Proteste, die auch offensive Forderungen aufstellen, wie wir es mit der von uns organisierten Kampagne Nicht mit mir im Frauenbereich machen. Aber Widerstand braucht vor allem auch demokratische Strukturen, weil er sonst verpufft. Es hat gegeben und es gibt in Polen große Proteste gegen die Angriffe auf Frauen. Die waren großartig, aber sie haben keine Strukturen gehabt. Und diese Strukturen haben gefehlt und deshalb wird das Recht auf Selbstbestimmung in Polen nach wie vor angegriffen und eingeschränkt. Widerstand muss zentrale soziale Themen aufgreifen. Wir haben vor wenigen Wochen die ersten Streiks im Sozialbereich gehabt und das ist eine neue Qualität, das ist gut. Wir haben mit unserer Initiative, sozial aber nicht blöd, auch hier eine zentrale Rolle gespielt und den Protest auf die Straße getragen. Und es sind solche Kämpfe, die der Regierung wirklich wehtun. Wir haben im Jahr 2000 monatelang Massendemonstrationen gehabt, aber es hat nicht gereicht, weil wenn wir ihnen nur die Straße blockieren, dann tun wir ihnen nicht weh. Wir müssen sie dort treffen, wo es ihnen wirklich weh tut und das ist bei ihren Profiten. Die größte Schwäche ist das Fehlen einer linken Alternative. Der Wunsch ist enorm danach in Österreich, aber die bisherigen Versuche sind in einer linken Blase stecken geblieben. Und wir würden uns wünschen, wenn ihr die Probleme, die ihr mit der Partei Die Linke habt, hätten, weil dann hätten wir zumindest eine linke Organisation auch auf der parlamentarischen Ebene, die etwas stärker ist als das, was wir jetzt haben. Aber die Linke kann auch von dem lernen, was in Österreich abgeht, nämlich dass eine handzahme Opposition kein Instrument ist, um den Rechtsextremismus tatsächlich zu stoppen. Die Rechte kann deshalb aufbauen und sich stärken, weil sie mit der Wut über den täglichen Wahnsinn, den der Kapitalismus bedeutet, spielen kann, weil eine kämpferische und radikale Linke fehlt. Und ich sage radikal, weil radikal bedeutet, das Wurzel an der Übel zu packen. Der Kapitalismus ist nicht in der Lage, den Menschen ein Leben in Frieden und in Würde zu ermöglichen, weil er sein Verfallsdatum bei weitem überschritten hat. Wir haben heute im Jahr 2018 viele Jahrestage, einige sind genannt worden. Wir haben 1848, als die Arbeiterinnen vom Bürgertum verraten und ermordet worden sind. 1918, als die Revolution in Deutschland, Österreich und Ungarn von der Führung der Sozialdemokratie abgewürgt worden ist. Wir haben 1968, als neben vielen anderen auch die Frauen sich ihren eigenen Weg erkämpfen mussten, vor allem auch, weil stalinistische und maoistische Organisationen der Meinung sind, dass die Unterdrückung von Frauen ein Nebenwiderspruch wäre. Und in all diesen revolutionären Wellen hat sich eins immer und immer wieder gezeigt. Es mangelt nicht am Kampfwillen der Arbeiterinnenklasse und der Jugend. Es mangelt an der revolutionären Organisation, die in der Lage ist, die verschiedenen Teile des Kampfes